Bevor wir das Abdichtungssupport verlegen, holen wir uns einige Informationen. Als erstes messen wir die Wandstärke 24 und einmal die Höhe. Dazu gehe ich in die Seitenansicht, hole mir Messen Koordinaten, Z-Koordinate minus 0,10. Ich könnte das Ganze jetzt einfach hier kopieren. Gehe zurück in die Grundrissdarstellung, hol mir über die Bibliothek Büro Subparts die Abdichtung und gebe jetzt genau diese Daten ein. Zum Beispiel hier könnte ich jetzt einfügen, die minus 0,10 und in der Wandstärke ja, 0,24. Jetzt habe ich 0,10. 0,24 und ich kann das Ganze hier absetzen in der Mitte und dieser Negativpunkt, den führe ich jetzt bis zu dieser Kante, genauso diesen Punkt führe ich bis zu dieser Kante, dann ist er genau mittig unter der Wandstärke. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze schließe, habe ich die nächste Abdichtung schon am Mauszeiger und ich kann in den Drehwinkel 90 Grad eingeben, theoretisch auch minus 90 Grad. Und schließe hier wieder an diesen Punkt und muss jetzt nur diesen Griff benutzen und an diese Kante führen. Ich escape wieder und kann jetzt wieder 0 Grad Drehwinkel eingeben. Ich könnte das Ganze auch spiegeln, dass ich hier einfach weiter fortsetze. Vielleicht meine Beschriftung möchte ich hier hinsetzen und führe diesen Punkt bis hierher. Wieder 90 Grad eingeben, hier anfangen. Und ihr seht, wie schnell das ganze Gebäude abgedichtet wird. Einfach mit den Spiegelungen spielen, mit den Drehwinkeln. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich noch mit einer Legende absetzen. Zum Beispiel eine Einbauteillegende Version 2. Und dann haben wir hier jetzt das Pentaflex mit 29,48 Meter.